Seid gegrüßt, meine geliebte Brüder und Schwester. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich befinde mich immer noch im Schwarzwald. Wenn du das gestrige Video angeguckt hast, weißt du Bescheid. Ansonsten weißt du jetzt Bescheid. Ich dachte, heute ist mal wirklich ein bisschen Zeit, um ein bisschen Real Talk zu machen. Wirklich Fakten auf den Tisch zu bringen. Ich habe gestern das Spiel ebenso angeguckt und mir ging Mappé derbe richtig auf den Sack. Der kam von rechts, von links, von oben, von unten, von überall. Der ging mir persönlich übelst auf den Sack. Auf jeden Fall für die deutsche Seite, für das deutsche Team. Und was die zusammen gebraucht haben, wie zum Beispiel, wie kommt man dann... Eigentor kann ja jedem passieren. Habe ich auch Respekt davor. Wollen wir gar nicht darüber reden. So. Aber was zum Teufel macht Hummels mit dem Eigentor? Selbstverständlich hat es uns gestern tatsächlich den Strich durch die Rechnung gemacht, weil Hummels dieses scheiß Eigentor gemacht hat. Was ist mit dem deutschen Team los? Egal, verändern können wir es heute nicht. Das Spiel wurde nach meiner Meinung sehr oft eigentlich abgepfiffen. Es wurde sehr oft gewechselt. Es ist sehr viele Unfälle passiert. Passiert, was hätte nicht sein dürfen, auch wenn es am Ende dann, sagen wir mal, die Verlängerung gegeben hat. Das ist mein Statement dazu, dass vieles hätte nicht sein müssen, aber ist passiert. Und das hat uns am Ende bei dem Deutschlandspiel gestern die Quittung gebracht. Vor allem jetzt, Leute, geht es ja weiter. Am Samstag ist ja das Portugal-Spiel. Ihr wisst, Fabio... Wenn ihr den Kanal verfolgt, wisst ihr, dass Fabio Portugiese ist. Und ihr wisst auch, dass wir Deutsche am Samstag gegen Portugal spielen. Ich glaube, Fabio und ich, wir werden uns so in die Hände kriegen, Alter. Leute, Portugal gegen Deutschland, Mann. Boah, Alter. Ich bin froh, dass wir nicht zusammen Fußball schauen, weil ich glaube, wir täten uns militärisch auseinandernehmen. Spaß beiseite. Ich mag Fabio, ich mag auch ihn. Wir haben auch bei der WM, ich glaube, wir haben bei der WM sogar mal, und ich kann es zwar nicht angucken, aber warum ich es nicht angucken kann, das werdet ihr bestimmt noch sehen. Das ist bestimmt eine ganz schöne Sache. Wie gesagt, ich kann am Samstag das Fußballspiel nicht angucken, Deutschland gegen Portugal, und deswegen werde ich dann hinterher mal wieder so gucken, was ist überhaupt passiert, wer hat gewonnen, hat Hummels wieder sein Eigentor gemacht, und ansonsten werde ich das so ein bisschen verfolgen. Ich werde safe nichts verpassen. Es gibt verschiedene Quellen, wo man sich die Information rausholen kann. Auch selbst viel auf YouTube ist es tatsächlich so, dass viele auch auf YouTube gucken und dass vieles auch auf YouTube hochgeladen wird. Deshalb, Leute, ich werde es auf jeden Fall mitbekommen, und ja, das ist ja sowas von klar. Mich persönlich jetzt noch interessieren täte, und das kannst nur du mir beantworten, ist, was ist dein persönlicher Kommentar zu dem, was gestern bei dem Deutschlandspiel passiert ist? Schreib mir bitte deinen Kommentar unter diesem Video und bleib respektvoll. Lasst uns ein bisschen austauschen, und dann werden wir sehen, wie es eventuell für Deutschland aussieht, wie es für Deutschland weitergeht. Ich versuche jetzt, sagen wir mal, ich werde in Zukunft bei jedem Deutschlandspiel nach dem Spiel am nächsten Tag meinen Senf dazugeben. Ich versuche es zumindest. Ansonsten habe ich heute nichts mehr zu sagen. Wie gesagt, lass gerne deinen Kommentar hier in diesem Video. Ich steigere mich schon wieder rein, mein Gott. Auf jeden Fall, lass gerne hier einen Kommentar ab. Sei höflich, sei respektvoll, und dann werde ich mit Sicherheit vielleicht auch deinen Kommentar beantworten. Wenn dir das Video gefallen hat, kannst du auch gerne ein Like da lassen. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Hau rein und denk dran, bleib gesund in so eine schlimme Zeit, und vor allem genieß das Wetter draußen. Mach's gut, bis zum nächsten Video. Hoffentlich. Ciao. Daumen.